Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von König und Bauer Live, unserem kleinen, aber feinen Drupa-Ersatzprogramm. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Gestern haben wir an dieser Stelle hier über die Digitalisierung bei König und Bauer gesprochen und Ihnen viele digitale Tools vorgestellt, die Ihren Workflow besser, schneller und einfacher machen. Heute reden wir über den Verpackungsdruck. Doch bevor wir das tun und bevor wir auch Maschinen laufen lassen und Ihnen richtig was zeigen, möchte ich Ihnen natürlich noch mal Ralf Sammeck vorstellen. Den kennen Sie wahrscheinlich längst, aber ich freue mich sehr, dass er wieder bei mir ist. Er ist CEO von König und Bauer Sheetfed und CDO von König und Bauer. Ralf, schön, dass du hier bist und wirklich schön, wo wir hier sind. Euer brandneues Customer Experience Center. Wie kam es zu der Entscheidung, sowas hier hinzubauen? Ja, erstmal vielen Dank, Sven, und erstmal vielen Dank, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns da riesig. Wir haben auch heute einen ganz spannenden Tag wieder vor uns. Ja, warum haben wir dieses große Investment getätigt? König und Bauer ist über 200 Jahre alt und ich durfte ein Zehntel davon mitgestalten. Und was mich immer wieder begeistert, ist, dass wir langfristig denken. Das heißt, wir stellen unseren Kunden in den Vordergrund. Und wir möchten die erste Wahl für unsere Kunden sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten uns noch professioneller aufstellen und haben hier investiert, damit wir für unsere Kunden im Akzidenzbereich, aber auch die Etikettendrucker und auch, und in dem Gebäude sind wir heute, und auch unsere Verpackungsdrucker ganz professionell beraten können und einen sehr engen Dialog haben können und auch die Technologie entsprechend präsentieren können. So, und das ist uns wahnsinnig wichtig. Und wir haben in der Zwischenzeit uns als König und Bauer ja auch noch breiter aufgestellt, denn wir wollen gerade auch in der Verpackung, was ja heute unser Thema ist, unseren Kunden noch mehr Produkte bieten. Und heute werden wir über Druckmaschinen reden und da bin ich total aufgeregt, muss ich ehrlich zugeben. Weil es ist eine Weltpremiere hier. Wir werden die neue Maschinengeneration König und Bauer Ihnen heute präsentieren. Und morgen wird es nicht weniger spannend. Da werden wir Ihnen unsere Postpress-Maschinen präsentieren. Alles Weltneuheiten. Bitte schalten Sie auch morgen ein. Sie werden unglaublich begeistert sein. So, und was für uns wichtig ist, zum einen die Maschinen, der direkte Austausch. Deshalb auch diese Investition. Wir haben zum Glück diese Finanzstärke als solides Unternehmen, das auch profitabel wirtschaftet. Und deshalb konnten wir das tun. Aber wir haben auch auf der Service-Seite investiert. Und gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 haben wir unsere Hotline erweitert. Man kennt es von uns. Wir haben einen 24/7-Service. Das heißt, egal wann ein Problem entstehen sollte, man wird uns immer erreichen. Und diesen Service haben wir jetzt in Covid-19-Zeiten erweitert, dass wir nicht nur Softwareingenieure, Elektroniker, Mechaniker in der Rufbereitschaft haben mit einer unglaublichen Kompetenz, sondern jetzt auch noch Verfahrenstechniker. Das heißt, egal was sein sollte, König und Bauer wird da sein und kann unterstützen. Das klingt großartig, gerade natürlich in Zeiten wie diesen. Und das Besondere hier an diesem CEC ist für mich als Laien ja, ich kann die Maschinen nicht nur sehen, sondern man kann ja auch so einen kompletten Workflow mitkriegen. Also von der Auftragseinstreuung bis zum Ende. Das werden wir gleich hier auch in dieser Live-Session hier machen. Das war nicht ganz einfach, so ein Ding hier hinzustellen, oder? Nein, das war natürlich einfach. Weil wir machen das schon über 200 Jahre. Aber ja, wir möchten unseren Kunden spezielle Anwendungen auch live präsentieren. Und auch in den letzten Monaten, wo ja eigentlich alles relativ ruhig war, haben wir viele Kundenpräsentationen durchführen können. Live-Präsentationen, wie wir es ja heute auch machen. Mit der digitalen Technologie ist das ja alles möglich. Haben super Feedback bekommen und wir konnten auch viele Maschinen verkaufen. Auch in dieser ungewöhnlichen Zeit. Aber wir sind sehr eng mit unseren Kunden in Kontakt geblieben und haben Live-Übertragungen hier auch aus dem neuen Customer Experience Center durchführen können. Das machen wir jetzt auch. Vielen Dank, Ralf, bis hierhin und vielen Dank für dieses wunderschöne Customer Experience Center. Sie können es noch nicht sehen, aber wir zeigen Ihnen das gleich, versprochen. Wir sind hier in der Halle für den Verpackungsdruck und das ist auch gut so, denn Ralf hat es schon gesagt, heute geht es um das Thema Verpackungsdruck. Bei mir ist jetzt Dirk Winkler, er ist Leiter Verfahrenstechnik hier bei König und Bauer Sheetfed.
in Radebeul. Das letzte Mal bin ich mit ihm hier über Maschinen geklettert, vor ungefähr einem Jahr bei der letzten Open-House-Veranstaltung hier. Dirk, ich freue mich sehr, dass ich dich wiedersehe. Hi. Ja, hallo Sven. Ich freue mich ganz besonders, dich hier begrüßen zu dürfen. Ja, und auch ich möchte noch einmal ganz stark betonen, wie sehr ich mich freue, dass wir heute alle gemeinsam hier in Radebeul unser neues Customer Experience Center eröffnen dürfen. Wir sind hier in unserem neuen Packaging-Kompetenzcenter erstmalig in der Lage, einen vollstufigen Verpackungsworkflow aus dem Hause König und Bauer vorzuführen und präsentieren zu können. Und das von A bis Z, vom Dateneingang bis hin zum fertigen Produkt. Das werden wir gleich machen, und zwar live, meine Damen und Herren, hier in dieser Session noch. Ganz kurz mal zum Verpackungsdruck. Der ist im Moment irgendwie wichtiger denn je, habe ich den Eindruck. Der wurde ja sogar als systemrelevant eingestuft in Covid-19-Zeiten, oder Dirk? Korrekt. Also gerade in den vergangenen Wochen haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, mit nachhaltigen Rohstoffen nachhaltige Verpackungsproduktion zu realisieren. Das ist das Business unserer Kunden. Unsere Kunden müssen zeitgerecht, termingerecht Lebensmittelverpackungen, Pharmaverpackungen an die Endkunden liefern, dass die Versorgung der Bevölkerung natürlich gesichert ist. Ja, und wir haben mit unserem Portfolio, mit unseren Rapidas, genau das richtige Portfolio für jeden dieser einzelnen Anwendungsfälle. Sei es der Pharmabereich, sei es der Kosmetikbereich oder Healthcare oder andere wichtige systemrelevante Verpackungen. Gerade im Bereich des Halbformates, also B2, haben wir unser Masterpiece, die absolute Neuheit und Neuentwicklung der Rapida 76. In diesem Bereich realisieren wir höchst komplexe Verpackungen für den Pharmabereich, Kosmetikbereich, aber auch für den hochwertigen Etikettendruck. Die Maschine haben wir jetzt ja nicht hier, aber ihr habt ein bisschen was vorbereitet. Ja, genau. Die Maschine ist nicht hier in Radebeul, sondern wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet. Ich würde die Regie bitten, genau diesen Einspieler einmal einzuspielen. Und ich würde parallel dazu einige Erklärungen geben. Unsere Rapida 76, unser Masterpiece im B2-Format, die am höchsten automatisierteste Maschine zur Herstellung von hochwertigen Verpackungen, hauptsächlich für den Pharmabereich, den hochwertigen Etikettenmarkt, aber auch in der hochwertigen Healthcare- und Kosmetikproduktion. Die neue Rapida 76 ist ausgestattet mit allen USPs und Komponenten ihrer großen Schwester, der Rapida 106X, und erfüllt damit höchste Ansprüche für die Verpackungsindustrie bezüglich Produktivität, Effektivität und hat natürlich auch einen hervorragenden TCO. Das ist ganz besonders wichtig für unsere Kunden. Du hast sie gerade schon erwähnt, die große Schwester, und auch die ist ja ein neues Mitglied quasi in der großen König und Bauer Familie. Die steht direkt hinter der Kamera, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber versprochen, wir zeigen sie gleich. Was machen wir denn mit der? Wir stehen natürlich jetzt hier, noch nicht zu sehen, vor unserem absoluten Masterpiece in der Entwicklung der neuesten Mittelformatgeneration, neuester Generation. Sie ist das Herzstück unserer heutigen Verpackungssession, und wir haben auch exakt auf dieser Maschine, der Rapida 106X7 LTT1L ALV3, wow, sehr hochwertige Faltschachtelproduktionen organisiert. Zwei Aufträge werden wir heute live im Print präsentieren. Der erste Job ist eine Faltschachtel mit sehr, sehr vielen Veredelungsvarianten. Wir werden eine Kaltfolienapplikation haben. Wir werden verschiedenste Lackveredelungsvarianten zeigen. Also diese Faltschachtel ist für das Luxussegment entwickelt. Mhm. Der zweite Job, den wir heute präsentieren werden, trägt dem neuen 7-Farbsystem Rechnung. Das nennt man Drucken im erweiterten Farbraum, und das werden wir mit unserer neuen 7-Farben-Maschine par excellence realisieren. Das heißt, wir werden eine Lebensmittelverpackung im 7C-Bereich produzieren, die ganz klar zeigt, wie genau wir bestehende Pantone oder Sonderfarben mittels dieses 7-Farbsystems
farbgenau repräsentieren und reproduzieren können. Das klingt nach einer Menge Arbeit und nach richtig viel Zeit, die man dafür braucht. Die Zeit haben wir aber gar nicht, weil wir haben ungefähr eine Viertelstunde, das Ganze live zu machen, oder? Ja. Wie fangen wir an? Also, bevor wir die Maschine starten und auch die Weltpremiere unserer Rapide 106X einleiten, würde ich uns bitten und auch die Kamera bitten, mir im Auftragsplanungszentrum zu folgen und dort mit dem Chris, der schon auf uns wartet, die Auftragsplanung und die Jobplanung genauer zu beleuchten. Gut, dann gehst du schon mal dahin, nimmst das Publikum und die Kamera mit. Ich gehe schon mal rüber an die Maschine und warte da dann mit dem Sascha auf eure Auftragsdaten und dann können wir nämlich direkt losdrucken. Genau so machen wir das. Bis gleich, Dirk. Danke. Hallo Chris. Hallo Dirk. Wie geht es? Gut, danke. Selbst? Ja, mir geht's gut und ich freue mich, dass wir hier in unserem Auftragsplanungszentrum sind. Chris, wir haben heute das Thema Verpackung. Wenn ich eine Faltschachtel kreieren möchte oder produzieren möchte, dann müssen viele, viele Produkteigenschaften schon im Vorfeld bekannt sein, müssen verarbeitet werden. Zum Beispiel die Oberflächenbeschaffenheit vom Karton, die Laufrichtung der Faser, die Rilltiefen, die Farbigkeit, Farbsequenzen, welche Veredelungsvarianten kommen zum Tragen. Wie wird das alles workflow-technisch so verarbeitet, dass wir eine absolute effiziente und kostengünstige Produktion realisieren können? Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Als Nummer eins im Verpackungsdruck haben wir bei König & Bauer natürlich jede Menge nützlicher digitaler Helferchen in petto. Eins davon ist das Verpackungsmodul in unserem MIS, wo ich hier schon mal alle Aufträge eingesteuert habe und anhand einer Artikelliste eine Bogeneinteilung vorgenommen habe. Mit dieser Bogeneinteilung könnte man jetzt eine PDF erzeugen und diese zum Belichter schicken. Theoretisch könnte es losgehen. Okay, warum theoretisch? Weil, Dirk, natürlich noch was fehlt. Es fehlt eine intelligente Feindplanung, denn wird unsere neue Rapida die Aufträge dann genauso abarbeiten wie vom MIS vorgegeben? Oder geht das nicht noch etwas smarter, noch etwas effizienter? Verstehe ich. Und da denkt man, das Ende der Fahnenstange beim Reduzieren der Rüstzeiten und beim Optimieren der Produktion ist schon lange erreicht. Und dann kommt König & Bauer mit einem absoluten neuen Feature innerhalb unseres MIS um die Ecke. Und das macht genau was, Chris? Das optimiert die Vorplanung nochmal. Also das ist ein Tool, was eine Art Brücke darstellt zwischen unserer Produktionsplanungs- und Steuerungssoftware Logotronic und auch dem MIS. Brücke dahingehend, dass die Sequenz der Planung nochmals optimiert wird in zwei weiteren Optimierungsläufen. Zum einen nach drucktechnischen Parametern, könnte sein Bedruckstoff, könnte sein Qualitätsstufe, könnte sein Lackart und auch nach equipmentspezifischen Eigenschaften, wie zum Beispiel, wie ist die Maschine ausgerüstet, technisch equipped, hat sie SPC und es können parallele Prozesse während des Rüstens ablaufen oder reicht es, wenn ich von Form A auf Form B sauber drucke, ja, und mir den Wasch abspare. Mhm. Das passiert alles und ich hoffe, wenn ich jetzt drücke, dass wir da eine optimierte Liste bekommen. Oha, und du siehst, wir bekommen eine optimierte Liste. Wir haben also eine vorgeplante Auftragssequenz gehabt. Die hat 82 Minuten vorgeplant. Und wir sehen jetzt Savings von 25 Minuten. Das heißt, gewaltig. Das komplette Auftragspaket wurde eingedampft auf 57 Minuten. Nur durch intelligente Umplanung. Jetzt kann es wirklich losgehen. Die Auftragsliste ist jetzt unterwegs zur Logotronic. Die Auftragsliste ist auch unterwegs zur Vorstufe, denn da können die Platten just in sequence verarbeitet werden. Und auch unsere Plattenlogistik ist informiert, welche Platten sind wann gefragt. Also alle neuen Features, die für die neue Generation König & Bauer entwickelt wurden, kommen hier auch im Verpackungssektor voll zum Tragen. Richtig. Ich sehe hier gigantische Einsparungen bezüglich der Rüstzeit und der Produktionszeit. Das ist natürlich bares Geld und der Benefit für unsere Kunden. So, liebe Gäste, vielen Dank, Chris, gerne, für die detaillierten Ausführungen. So, liebe Gäste, ich kann jetzt das absolute Highlight, den Höhepunkt
unserer heutigen Session ankündigen. Und zwar, ich würde Sie jetzt gerne einladen zu unserer absoluten Weltpremiere unserer neuen Rapida 106X, dem Benchmark in der Mittelformatklasse für den Verpackungsdruck. Wir laden Sie zu einer Weltpremiere ein, dem Marktstart unserer neuen Maschinengeneration. Wir wissen, dass höchste Produktivität, kürzeste Rüstzeiten und ein absolut hoher Automatisierungsgrad für Sie, unsere Kunden, entscheidend sind. Wir haben in den vergangenen 5 Jahren, auch basierend auf dem Feedback von Ihnen, unseren Kunden die Maschine von Grund auf neu entwickelt. Wir haben vieles, fast alles hinterfragt. Wir haben bereits viel Gutes noch einmal verbessert. Und wir haben viele, viele neue Funktionen in die Maschine gebracht, die es so nur bei König und Bauer gibt. Wir haben einen großen Wert darauf gelegt, in intensiver Zusammenarbeit mit Ihnen, unseren Kunden, das Bedienkonzept nochmals zu verbessern. Entstanden ist eine neue Maschinengeneration, der absolute Benchmark in seiner Klasse. Entstanden ist die schnellste Verpackungsmaschine am Markt. Entstanden ist eine neue Dimension im Druckmaschinenbau, die sie noch erfolgreicher macht. Unsere neue Rapida 106X. Und weil wir nicht bis zur Truba 2021 warten wollten, lade ich Sie jetzt recht herzlich ein, mit mir gemeinsam den Produktionsslot, den der Chris gerade vorbereitet hat, gemeinsam mit Sascha und Sven direkt an der neuen Rapida 106X zu produzieren und am Ende der Session auch gerne Fragen zu stellen. Wow, Dirk, vielen Dank für diese wirklich emotionale Übergabe. Sag mal, ist das ein Tränchen, was ich da in deinem Auge sehe? Ich kann es verstehen, hier ist sie wunderschön, die neue Rapida 106X. Und neben mir ist Sascha Fischer, er ist Leiter des Produktmanagements bei König und Bauer Schiedfeld. Hey Sven. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Maschinchen, da ist man schon ein bisschen stolz, ja, oder? Ja, klasse. Nee, das macht wirklich Spaß. Hier unser neues Meisterstück, Rapida 106X, neue Generation Mittelformat. In Vielzahl von Kundengesprächen haben wir erfahren, wo können wir nochmal angreifen, ne? Wo können wir nochmal ein bisschen Gas geben, um die Rüstzeiten zu verkürzen, die Maschine an sich schneller laufen zu lassen, Sicherheit in den Prozessen zu kriegen, weniger Wartung, um insgesamt die Produktivität einfach nochmal hochzukriegen. Gut, das klingt jetzt erstmal alles nach so ein bisschen Marketing, aber wir wollen ja das ganz Reale zeigen. Das heißt, wir haben die Maschine hier und unser Prozess läuft ja auch schon. Wir haben ja, waren ja gerade in der Auftragseinspielung. Ja. Bei dem Chris und dem Dirk. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist neu an der Maschine? Und wie bestellt, läuft auch gleich los. Genau. gehen wir gleich mal in Detail. Als Kartonmaschine. Zum einen haben wir den Bogentrenner oben nochmal optimiert. Das heißt, von der Kurve her, der Tasterfuß nochmal weiter optimiert, um auch eine Bogentrennung bei schweren Materialien, bei Highspeed zu gewährleisten. Leider verdeckt jetzt, ist eine Non-Stop ausgerüstete Maschine. Der Non-Stop-Rechen ist motorisch verstellbar. Das heißt, er bewegt sich automatisch mit dem Hilfsstapel auch mit, sodass der Bogen immer zentriert am Anlagetisch ankommt. Und da gehen wir jetzt hin. Oh ja, da gehen wir hin. Ja, schauen wir mal von der anderen Seite drauf. Neu hier auch. Die Taktrollen sind motorisch verstellbar vom Leitstand aus, richten sich dann eben nach das Material auf. Und auch die Oberführung ist jetzt motorisch verstellbar. Was wir noch nicht ganz eingebaut haben hier, ist, hier sieht man die Vorrichtung. Wir können auch zusätzlich einen Inkjet-Kopf einbringen, um jeden Bogen nummerieren, inspizieren und dann natürlich prokontrollieren zu können, welcher Bogen mit welcher Nummer hat vielleicht einen Fehler drauf oder nicht. Okay, das klingt super. So viel erstmal hier vom Anleger. Jetzt fallen mir gleich Sachen auf, die ich als Laie sofort bemerke. Irgendwie sind die Druckwerke höher als sonst. Was hat man denn hier Schönes? Ja, hier haben wir unser bewährtes Kaltfolienmodul draufgesetzt. Das ist optimal. Das haben wir nochmal weiter verbessert. Wir hatten bislang schon Multireel, also mehrere Rollen nebeneinander. Wir hatten schon MFU, Multifoil Use. Das heißt, eine Rolle geht mehrmals durch, um sie optimal auszunutzen.
Und jetzt neu, speziell für die Etikette, gibt es dieses Modul auch mit Taktung. Das heißt, über den Kanal wird die Folie kurzfristig angehalten, um auch da das Material bestmöglich auszunutzen. Gehen wir mal weiter Richtung Druckwerke, weil ich vermute, da habt ihr auch einiges Neues in petto. Ja, ich denke, gehen wir noch einen Schritt weiter, bis wir am besten reingucken können. Ja, nehmen wir das. Ist am einfachsten. So, versuchen wir mal die Kamera auszurichten. Vielleicht mal zwischen die Druckwerke. Jawohl. So, wenn wir hier reinschauen in die Druckwerke. Als erstes hier haben wir im Farbkasten selbst unsere Beschichtung Easy Clean, um wirklich einen schnellen Farbwechsel durchführen zu können. Gerade in der Verpackung sehr wichtig bei Sonderfarben. Das heißt, in anderthalb Minuten hat der Drucker den Farbkasten sauber. Neu, was man auch sieht, dieser Farbkasten blubbert ein wenig. Gerade bei hochviskosen Farben arbeiten wir jetzt mit Druckluft, um dann im pneumatischen Farbkasten die Zonen freizuhalten. Die Zonen verstellen sich nicht mehr. Der Farbkasten ist nahezu wartungsfrei. Okay, das heißt also, hier hat im Endeffekt der Operator, der Drucker, weniger zu tun? Ja, es geht noch weiter. Also wir haben klar Standard bei König und Bauer, sind die auskuppelbaren Farbwerke und unser simultanes Walzenwaschen als Option. Auch das haben wir weiterentwickelt. Das heißt, ich kann während laufender Produktion, wenn ich das Druckwerk nicht in Benutzung habe, bereits waschen und das jetzt neu auch mit aktiven Zwischentrockner, UV oder LED. Das als Neuerung. Und dieses Walzenwaschen passiert mit verschiedenen Medien, bis zu 4 verschiedene Waschmedien. Das heißt, auch im UV-Bereich kann ich eine Tiefenreinigung der Walzen vollautomatisch vornehmen. Und das alles theoretisch im laufenden Betrieb der Maschine? Ja. Das ist großartig. Wir hören gerade, apropos laufender Betrieb, unser erster Druckauftrag ist durch. Die Maschine wird gerade ein bisschen ruhiger. Da müssen wir nicht so gegen anschreien, das ist schön. Jetzt wird hier im Endeffekt gewechselt. Ja. Ja, jetzt ziehen wir alle Register, um mal zu zeigen, wie so ein Wechsel vonstatten geht. Wir zeigen einfach mal die Details weiter. Dirk ist sicherlich wieder nachher bei uns, um uns mal die Auftragswechsel wirklich erklären zu können. Was wir in den Maschinen auch haben, komplett in dieser Serie, sind bürstenlose AC-Motoren. Das ist dann als neuer Standard. Wenn wir nochmal ins Druckwerk reingehen, was man auch sieht, ist, wir verwenden jetzt ungekantete Druckplatten. Das heißt, auch da haben wir indirekte Prozesse angeguckt. Wie können wir den Prozess verschlanken, vereinfachen, Fehlerquellen eliminieren. Das heißt, der Zwischenschritt des Abkanten der Druckplatte entfällt komplett. Neu ist auch unsere Plattenerkennung nun auch für prozesslose Platten, sodass wir da auch nochmal flexibler geworden sind. Und auch für die Verpackung sehr wichtig, unsere Gummitücher können optional motorisch gespannt werden. Das heißt, auch hier Drehmomentschlüssel, händisches Nachspannen entfällt. Ich habe immer die gleiche Spannung und immer den gleichen Druckbeginn, was sehr wichtig ist im Druckbereich. Und das ist dann auch wieder was ordentlich Zeit spart auf jeden Fall. Ja. Und was wir auch sehen, ist natürlich gerade immer wichtiger, wäre die Parallelität der Prozesse. Das heißt, während ich jetzt zum Beispiel ein Druckwerk vorbereite, kann die Maschine an sich Platten wechseln, waschen. Und das passiert dann alles über unseren direkt angetriebenen Plattenzylinder, SPC-Antrieb, der uns zum einen ermöglicht, die Platten in extrem kurzer Zeit zu wechseln, unter einer Minute. Das ist aber faktisch irrelevant, weil gleichzeitig wasche ich Gummitücher mit einer Kombiwascheinrichtung, Gummi, Gegendruck oder mit einer Synchro mit 2 Waschbalken, beides gleichzeitig. In der Zeit kriegt man nicht mal einen Kaffee gekocht. So, jetzt haben wir haben dort Folie, wir haben hier die Druckwerke. Ich vermute, dann sind wir hier schon bei Lack. Da sind wir hier schon, stehen wir beim ersten Lackwerk. Dann haben wir 2 Trockenwerke, bevor hier speziell an dieser Maschine nochmal ein Druckwerk kommt. Okay, aber das ist schon eine Besonderheit. Ich meine, Dirk hat es vorhin so ganz lapidar eben erwähnt. Wir haben eine 7 plus LTT plus 1 L. Ja. Das sagt mir natürlich erstmal gar nichts. Ich habe da, glaube ich, gerade schon mit den Augen gerollt. Erklär mal ganz kurz, was ist das Besondere an dieser Konfiguration? Also das Schöne ist, dass diese Konfiguration immer mehr gefragt wird. Wir haben schon zahlreiche ausgeliefert. Und es entwickelt sich so ein bisschen als neuer Standard in der Verpackung. Warum? Weil ich sehr hohe Flexibilität habe. Gut, an der Maschine habe ich jetzt 7 Druckwerke vorneweg. 2 sind belegt in der Kaltfolie, das heißt, ich habe 5 Druckwerke, kann aber dann nach hinten raus entweder 5 plus Druckwerk 6 plus Lack drucken oder 5 Doppellack oder ohne Kaltfolie 7 Doppellack oder kann die 2 Lackwerke mit dem Druckwerk auch dazu benutzen für spezielle Trip-Off-Effekte.
Also völlige Flexibilität, je nach Anforderung in der Verpackung. Dann gehen wir mal noch ein Stück weiter an der Maschine entlang. Ja, hier sieht man es dann nochmal schön, eben hier, wo die Absaugung erfolgt, haben wir die zwei Trockenwerke. Hier ist dann das zusätzliche Druckwerk, bevor wir hier an das Lackwerk kommen vor der Auslage. So, jetzt ist es so, viel passiert automatisch, viel passiert simultan und parallel. Was macht denn jetzt der Operator eigentlich noch? Gute Frage. Ich meine, der Operator hat die Hauptaufgabe, die Maschine am Laufen zu lassen. Nur so verdient sie Geld. Und um das zu gewährleisten, um den Kopf frei zu machen von jetzt zum Beispiel ständigen Qualitätskontrollen, haben wir auch hier hocheffiziente Systeme entwickelt. Die Zeiten, wo der Drucker einen Bogen noch ziehen kann bei einer Maschine, die 20.000 läuft, sind vorbei. Da verlieren wir einfach zu viel Zeit. In der Zeit produziert die Maschine weiter. Und jedes Mal anzuhalten, ist nicht mehr effizient. Und wenn wir hier reinschauen, haben wir eben genau unser hocheffizientes System. Hier sogar in Extremausführung. Die mittlere Kamera ist unsere Kamera der Qualitronic Color Control. Die misst jeden Bogen, auch bei maximaler Geschwindigkeit. Nach 10 Bögen fängt sie bereits an, die Farbe zu regeln. Und dieses Bild in der Normalausstattung können wir auch dazu benutzen, das gedruckte Bild mit der Vorlage zu vergleichen, Inspektion. Sei es mit der Vorlage als Gutbogen oder sei es mit PDF-Check mit dem originären PDF des Kunden. Jetzt haben wir ja nochmal zwei Kameras. Ja. Das ist dann nochmal eins obendrauf. Das ist unser PDF Hi-Res, wo wir bis zu einer Auflösung von 300 dpi jeden Fehler erkennen. In Echtzeit? In Echtzeit. 20.000 Bogen pro Stunde? 20.000 Bogen die Stunde. Jeder Fehler wird erkannt, wird entsprechend protokolliert. So bringt es eins der wenigen Systeme, was inline auch im Pharmabereich zertifiziert ist, was die in puncto Qualitätskontrolle. So, das heißt also im Optimalfall und bei einer guten Konfiguration läuft die Maschine quasi rund um die Uhr und immer durch. Ja. Fehlerfrei, und wenn Fehler sind, werden die automatisch erkannt. Jetzt haben wir aber ein Problem, die Wartung. Irgendwann muss so eine Maschine ja auch mal gewartet werden, oder? Genau das war auch ein Feedback von unseren Kunden, die gesagt haben, Mensch, ihr habt so effiziente Maschinen, die laufen 24/7, drei Schichten am Tag. Ja, aber was ist mit der Wartung? Das braucht zu viel Zeit. Da haben wir an verschiedenen Punkten angesetzt. Also zum einen hier in der Auslage haben wir eine optimierte Kettenschmierung. Auch das läuft schon mal viel weniger. Dann haben wir unsere Greiferwellen jetzt neu als Long-Life-Greiferwellen ausgelegt. Das heißt, sie sind gekapselt, ich brauche sie nicht mehr schmieren. Wir haben Schmierpunkte zusammengelegt, wenn nicht sogar gestrichen. Über dann eine Zentralschmierung werden diese einzelnen Stellen versorgt, sodass jetzt zum Beispiel an der 6-Plus-Lack wir insgesamt 205 Schmierstellen weniger haben. Das heißt, 205 Mal weniger muss der Bediener zur Wartung dahin gehen und pumpen. Das ist neu, und was auch neu ist, das sehe ich schon da hinten. Ja. Es leuchtet so neu an der Maschine. Das ist bei den älteren Generationen nicht der Fall gewesen. Ja, hier haben wir generell die neue Airtronic-Auslage. Die ist nochmal optimiert in Bezug auf Bogenführung. Gerade für dünne Substrate, auch in der Trocknung und Lackanwendung. Und was wir hier sehen, das schöne Licht, was du erwähnt hast, ist unsere Statusanzeige. Die sieht man schon von ganz weit weg, nämlich schon von ganz hinten. Genau, die sieht man auch vom ganzen Drucksaal her. Das heißt, ich kann dann als Drucker oder als Produktionsleiter sofort sehen, was ist der Status meiner Maschinen, ohne näher hinzugehen. Klar, wenn dann irgendwas sein sollte, müsste ich theoretisch eh hingehen. Aber dafür haben wir was anderes entwickelt. Mhm. Hole ich mal aus meiner Tasche. Ich habe an sich meine Maschine in der Hosentasche. Über unsere Rapida-App, sei es Infopanel, wo ich genau den Leitstand abbilde, welcher Job läuft gerade, welches ist der nächste Job, wie viel Zeit habe ich dazwischen, sehe ich sofort, was macht die Maschine. Fehlermeldung sehe ich, welche Fehlermeldung auf dem Handy, egal wo ich mich hier befinde. Ja. Ich kann auch weiter weg sein. Zusätzlich, auch sehr interessant, ist die Production-App, wo ich genau sehe, welche Farben verwende ich gerade, Chargenverfolgung der Verbrauchsmittel, eine Verbrauchszeitmessung, das heißt, ich sehe hier, oh, in der Maschine 2, im dritten Werk, muss ich in 2000 Bögen Magenta nachfüllen. Das errechnet die App automatisch anhand der Flächendeckung. Auch in Echtzeit? Auch in Echtzeit. Das heißt, ich habe meine Maschine immer im Griff. Und ja, an sich sagt mir das Handy dann in Zukunft, was ich zu tun habe. Und kann dann zielgerichtet an die Maschine gehen. Natürlich hat die Maschine weiterhin einen Leitstand. Und auch der hat sich verändert. Jetzt müssen wir Trepp ab, Trepp auf. Genau. Da gehen wir einfach mal hin. Und da steht auch schon der Dirk. Da steht schon Dirk. Der langweilt sich schon. Er ist schon längst fertig mit seiner Auftragseinsteuerung. Der ist schon fertig mit der Auflage. Dirk, mein Lieber. So, hier sind wir. Nagelneuer Leitstand.
Erzähl mal ein bisschen was. Was ist neu, was hat sich verändert? Mal abgesehen von der Farbe, das fällt mir natürlich als erstes auf. Ja, natürlich. Also neben dem neuen Maschinendesign haben natürlich unsere Entwickler auch ganz, ganz viel Augenmerk auf die Entwicklung eines neuen Bedienkonzeptes und eines neuen Leitstandskonzeptes gelegt. Und wie wir sehen, dieser Leitstand ist jetzt ausgestattet mit einer viel besseren, intuitiveren Bedienungsmöglichkeit. Der Drucker kann deutlich mehr Prozesse inline observieren und wir haben auch eine umschaltbare LED-Beleuchtung, um dem Drucker zu jeder Tages- und Nachtzeit natürlich einen Normlichtprozess zur Verfügung zu stellen. Ganz wichtig auch, wir arbeiten bei dem zweiten Auftrag im 7-Farbprozess Equinox, dem Drucker die Möglichkeit zu geben, speziell in diesem Farbraum mit 7 Farben beteiligten Farben auch die Möglichkeit zu geben, entsprechend qualitätsgerecht zu messen und zu regeln. Sehr anspruchsvoll lösen wir alles über unser Qualitronic Color Control. Die Kameras haben wir ja gerade auch schon mal gesehen, wo die Bögen sozusagen, ich sag mal ganz banal, abfotografiert werden in Windeseile. Das ist richtig. Wie Sascha schon erwähnt hat, unser Qualitronic Color Control ist in der Lage, jeden Bogen, den kompletten Messstreifen zu messen. Und in einer sehr hohen Taktzahl regeln wir alle 10 Bogen. Wird ein Regelimpuls an die entsprechenden Farbzonen gesendet, der dann wiederum auch eine sehr dynamische und sehr reaktionsfreudische Farbregelung gewährleistet. So, wo stehen wir in unserem Auftrag? Ihr habt den überspielt. Als Sascha und ich vorne angefangen haben, ist der erste Druckauftrag durchgegangen. Während der Rüstzeit sind wir jetzt schön über die Maschine geschlendert. Ja, wir sitzen hier quasi oder stehen wie auf heißen Kohlen, weil ihr habt natürlich sehr ausführlich erklärt. Ihr habt nicht getrödelt, es gibt natürlich viel zu erklären, aber wir sind natürlich schon lange bereit für den zweiten Auftrag. So, wo muss ich denn jetzt drauf drücken? Also, du darfst gar nicht drücken, verdammt, weil wir sind im Autorun-Modus. Den mussten wir jetzt kurzzeitig unterbrechen, weil wir warten mussten. Normalerweise rüstet und druckt die Maschine komplett autonom, wenn der gesamte Auftragspool, wie von Chris schon vorhin erläutert, im Pool vorbereitet und programmiert ist. Der erste Auftrag, den wir produziert haben, ist unsere Luxusverpackung. In dieser Luxusverpackung kommen alle möglichen Veredelungsvarianten zum Tragen. Wie zum Beispiel eine Kaltfolienapplikation, wie zum Beispiel eine vollflächige Glanzlackierung, die wir dann wiederum in unserem achten Druckwerk mit einem speziellen UV-Mattlack überdrucken, um den höchstmöglichen Glanz-Matt-Effekt mit höchstem Kontrast erzeugen zu können. Damit sind wir in der Lage, mit so einer Konfiguration alle möglichen Technologievarianten für Luxusverpackungen abzubilden. Sprich, wir können Glanz matt abbilden. Wir haben eine weitere Möglichkeit für Lebensmittelverpackungen, auch eine Primer-UV-Anwendung anzubieten. Das heißt, im ersten Lackwerk würden wir dann einen wasserbasierenden Primer und einen UV-Spotlack aufbringen. Des Weiteren gibt es weitere Technologievarianten, in denen wir das achte Druckwerk ein- oder auskuppeln oder das zweite Lackwerk noch für weitere Veredelungsmöglichkeiten mit zu Hilfe nehmen, um somit die gesamte Maschine möglichst effizient auszulasten. Aber was ist mit dem Druck, Dirk? Ja, also, wie schon erwähnt, wir haben jetzt die Maschine innerhalb von 7 Minuten auf den komplett zweiten neuen Auftrag im Lebensmittelbereich gerüstet. Das heißt, die Maschine druckt jetzt im 7-Farbbereich und wird diese Faltschachtel dann auch mit einem entsprechenden Low-Migration Food-Compliant-Lack veredeln. Und ich würde jetzt den Markus bitten, den Autorun-Modus wieder aufzunehmen. Markus, sorry, dass du warten musstest. Ich habe zu viel gequatscht. Ja, wir haben uns ja auch schon entschuldigt. Normalerweise in unserem Autorun-Prozedur ist folgendes Thema: Der Auftragspool ist komplett vorprogrammiert und die Maschine rüstet vollautomatisch autonom und fällt auch automatisch in den Vordruckprozess. Das heißt, es sind keinerlei manuellen Bedienhandlungen mehr notwendig, was ein ganz großer Fortschritt ist, weil der Drucker früher permanent an der Maschine drumherum gesprungen ist und hat gesagt, okay, wir müssen hier Stellknöpfe finden. Die finden wir nicht mehr. Wir alles automatisiert. Und wie du hörst, wir sind jetzt schon im Vordruck, im Gutbogenvordruck. Ja. Und die Maschine produziert in diesem Bereich mit der Weltrekordgeschwindigkeit von 20.000 Bogen pro Stunde. Wow, also das ist extrem schnell, aber auch ein bisschen laut hier hinten, ne? Es ist etwas geräuschintensiver im Auslagebereich, aber alles noch innerhalb unserer CE-Norm. Aus dem Grunde würde ich vorschlagen, begeben wir uns runter zum Sascha an die Auslage. Wir produzieren natürlich hier weiter.
bis natürlich die entsprechende Auftragshöhe erreicht ist. Okay, Markus reicht uns die dann an. Vielen, vielen Dank erstmal bis hier. Wir haben Sie ja gebeten, uns Fragen zu schicken. Und wir haben ein paar erste Fragen aus der Redaktion, die würde ich mir jetzt gerne mal reinreichen lassen. Vielen, vielen Dank. Anne, kommt doch mal hier zusammen, meine Herren. Also, in der Verpackungsproduktion besteht ein ständiger Bedarf nach Sonderfarben, haben wir ja gerade auch schon gehört. Farbwechsel stehen praktisch ständig auf der Tagesordnung. Wie lange dauert es bei der neuen Rapida 106X und bei der heutigen Technologie, eine Farbe in einem Druckwerk zu wechseln? Wer möchte, die Herren? Möchtest du, Sascha? Gut. Also eine Farbe pro Druckwerk wechseln, wie lange? Eine Farbe pro Druckwerk, gut, aufgrund EasyClean-Farbkästen gehen wir von aus, 1,5 Minuten Farbwechsel. Walzenwaschen 3 Minuten, das kann aber dann schon parallel stattfinden. Ich würde sagen, ja, 5 Minuten um den Dreh, Dirk, aus der Verwandtssicht. Farbe wechseln pro Druckwerk. 2,5 bis 3 Minuten. Ja. Okay, also das geht in Windeseile. Kommen wir zur nächsten Frage. Druckereien ist man natürlich immer bestrebt, also sind die Kunden, schreibt hier der Kunde, immer bestrebt, einen Auftrag so schnell wie möglich zu produzieren und an deren Kunden auszuliefern. Welche parallelen Prozesse bietet König und Bauer an, um Zeit und Geld zu sparen? Ein bisschen was hattest du auf der Maschine ja gerade schon erwähnt. Wahrscheinlich kam die Frage parallel rein, aber vielleicht fassen wir noch mal kurz zusammen, was alles geht. Ja gut, im ersten Plattenwechsel komplett parallel durch einen Direktantrieb. Dann kann ich parallel zum Plattenwechsel bereits je nach Ausstattung Gummitücher Gegendruck waschen, wenn erforderlich. Ich kann dann SRW, die Walzen, waschen. Ja, das läuft alles parallel. Wenn ich das Druckwerk nicht benötige, läuft der Prozess sogar, während ich einen anderen Job produziere. Das heißt also, wenn ich sage jetzt mal, die doppelte Anzahl Druckwerke hätte, ja, das könnte, ein bisschen arg. Könnte die eine Hälfte sich komplett waschen und alles fertig machen, Plattenwechsel, während die andere läuft und die Maschine wirklich durchläuft. Genau. Also klassisch jetzt zum Beispiel bei einfachen Nahrungsmittelverpackungen haben wir meistens nicht 6 Farben plus Lack. Also wenn ich nur 5 Farben benutze, kann ich das 6. Werk für die nächste Sonderfarbe vorbereiten. Und das sogar im Wechsel. Okay, ich denke, damit sollte die Frage beantwortet sein. Wir haben noch Zeit für eine, weil ich glaube, Markus muss gleich erst mal gucken, ob das auch alles gut geworden ist. So, wie ermöglicht ihr bei König und Bauer gleichbleibend hohe Farbqualität in der Auflage, auch bei Wiederholaufträgen? Sehr gute Frage. Ist ja nicht der Schlüssel, der Schlüssel dazu ist natürlich eine 100%ige Prozessstandardisierung. Das ist das A und O und die Plattform für eine absolut gesicherte und qualitätsgerechte Produktion. Die wichtigsten Komponenten dafür sind unsere Inline-Mess- und Regelungskomponenten wie Qualitronic Color Control, Qualitronic ICR, Qualitronic PDF-Check. Damit stellen wir sicher, dass wir inhaltsmäßig und farbtechnisch eine absolut korrekte Produktion abliefern. Drittens ist natürlich auch extrem wichtig, das zu protokollieren. Dafür haben wir unsere neuen Quality Passes entwickelt, die inline, permanent und vollkommen automatisiert die Qualitätsparameter jedes einzelnen Auftrages und jedes einzelnen Bogens dokumentieren und dann auch entsprechend an die Logotronik wieder weiter speichern. Zu guter Letzt, ganz wichtig, Sascha hat es schon angesprochen, wir nutzen natürlich auch unsere Production-App und unsere Ergotronik-App ganz exzessiv, um alle Auftragsdaten auch direkt nach dem Prozessschritt Druck an die entsprechenden weiteren Prozessschritte weiterzugeben und damit auch die ganzen Postpress-Equipment-Systeme mit in unsere Betriebsdatenerfassung aufzunehmen. Siehst du, mein Lieber, und schon reden wir wieder so lange, dass sich hier der Operator, der Drucker Markus, langweilt. Der Job ist durchgelaufen. Das war jetzt also unsere kleine Live-Präsentation, meine Damen und Herren. Wir haben Ihnen mal einen kompletten Produktions-Workflow gezeigt. Am Ende ist natürlich immer noch eins ganz wichtig, wenn ich jetzt mal Ihre Rolle übernehmen darf. Was ist mit die Kohlen, um es mal platt zu sagen? Am Ende ist es ja nicht nur wichtig, dass wir schnell und, sagen wir mal, auch für den Operator komfortabel gedruckt haben und qualitativ hochwertig. Am Ende müssen wir ja alle Geld verdienen. Sehe ich denn jetzt schon, ob es sich gelohnt hat, was ich da gerade gemacht habe? Also es gibt ein sehr, sehr wichtiges und neues Werkzeug. Ich halte das mal so in die Kamera. Ja, brich dir nicht den Arm dabei. Ich habe die ganze Zeit schon mit dem Tablet gearbeitet. Das ist unsere Logotronic Cockpit. Das Logotronic Cockpit gibt jedem Produktionsmanager, Druckereileiter die Möglichkeit, in Echtzeit die Produktionsdaten zu analysieren und gegebenenfalls auch zu optimieren. Das Cockpit gibt sozusagen die Möglichkeit,
permanent zu sehen, wie ist meine Gesamtanlageneffektivität. Also wie effektiv produzieren meine einzelnen Anlagen, die im System eingebunden sind. Des Weiteren haben wir auch einen Benchmark-Prozess etabliert. Der Druckereileiter kann jederzeit den Benchmark bezüglich der durchschnittlichen Rüstzeiten, aber auch des Nettoausstoßes permanent analysieren und kann gegebenenfalls eingreifen. Das ist unser Logotronic Cockpit im Rahmen unserer gesamten MIS- und Logotronic-Strategie. Und wenn es jetzt nachher wirklich um den harten Euro geht? Ja, dann habe ich jetzt vom Chris diesen Cost-Sheet bekommen. Das heißt, auf diesem Cost-Sheet kann genau gesehen werden, der Forecast ist der hellblaue Balken, der Soll und das Ist, was wir real in der Produktion erreicht haben, ist der dunkelblaue Balken und wir können sehen, dass wir ca. 26% der vorkalkulierten Kosten eingespart haben, indem wir hier mit all unseren neuen Features und all unseren neuen Komponenten diese Produktion realisiert haben. Gute Nachrichten von Chris, der da hinten ja noch zu sehen ist, da hinten bei uns in der MIS, hinter der Bühne. Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, meine Damen und Herren. Denn das war's für heute. Wir sehen uns aber morgen wieder. Morgen reden wir dann, Ralf Sammeck sagte es vorhin, er ist schon ein bisschen aufgeregt, über Postpress. Also schalten Sie unbedingt wieder ein. Und wenn Sie irgendwas verpasst haben sollten, Sie werden im Nachgang zu unserer Veranstaltung König und Bauer Live natürlich alles auch nochmal nachgucken können. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und die Herren, vielen Dank für die vielen Informationen. Danke, gerne.